Ich bin ja. Die ehemalige Ziegelei in Fleetmark. Mit den Trockenschuppen am Rande. Hier ging die ursprüngliche Trasse lang, sie überquerte die Straße und führte gegenüberliegend in den Wald. Teilweise gibt es noch Überreste der ehemaligen Ziegeleibahn. Fleetmark hat auch eine kleine Eisenbahn. Was hast du? Ich habe die Schienenköpfe ein bisschen gelb gemacht. Ach so, damit man sie besser findet. Fahren, weißt du? Darum geht es. So. Damit man sie besser findet, ne? Na, auch eingetrudelt? Moin. Moin. Ich hab dich schon vorhin gesehen, kann das sein? Ja, das kann sein. Ja. Jetzt aussieht. Ja. Wollen wir auch so aussehen? Wie wer? Wie Günther? Günther, nach einer Dreiviertelstunde, nee, ne? Nichts ein. Oh, oh. Wir landen da einfach so. Ja, das wäre das Einfachste. Komm, das ist eine schöne Aufgabe. Ja, wir quälen uns hier einen ab. Wenn du mit dem Radlader das hier eben rausholst. Jeder Spatenstich ein Ulbrich. Ja. Spatenstich. Was? Was war das mit? Ja. Tablet. Bricht aus der Erden. Festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt oder so ähnlich. Ja, ich kenne das irgendwie anders. Oh. Wenn du da so eine Lichthandwerkerpotte zusammenstellst, dann bist du selber schuld. An die Stange ran. Wieder Brokkoli gefordert. Wie so ein Kanickel, wa? Wunder, dass er keine langen Ohren hatte. Hast du mir denn die Kopie schon immer von der Arbeitswoche? Nö. Pass mal auf. Wartet ab, der Abend ist noch lang. Thema. Wir haben Nikolaus und wir haben Osterhasen. Wo sagst du als Fink? Den muss ich auch sehen, am Spieß. Ja, kein Problem. Das ist kein Problem. Im Eier schlage ich dir vorher auch noch. Scheiße. Satt ich mich mit der Hand.
doch schon ganz gut. Ja, meine ich ja, das, sowas müssen wir doch haben. Dann können wir unfallen, ich will mal sehen, mit Klaus schnacken, ob der uns nicht noch einen 30er Bohrer auf, hier sag schon, Mausekegel 1 ja. bringt. So, jetzt haben wir da wieder. Wir machen das, wir drücken jetzt mit zu zwei. Ja, ja. Zwei ziehen, zwei drücken. Und dann muss ich sogar abwechseln. Ein kleiner Bohrhammer, das ist das. Beziehungsweise noch meine auch nachgeschmissen im Meißelfunktion. Eben meine ich ja. Hier bei kostet auch nicht viel. Markkauf oder was? Markkauf oder Mann im Markkauf ist für das Ding schon zu teuer. Weißt du, da kannst du sogar die Jungs für bezahlen. Ich hätte ich das auch gerne. Nee, hier. Ah, da brauchst du nicht erst so lange in die Knie gehen. So schwer ist der Schreck nicht. Weißt du nicht, vielleicht hat er es am Rücken. Die meine wenigstens. Ich kenne ihn doch. Ich stecke dich gleich in den Schützengraben, Alter. Major? Oder was sagst du ihm? Major? Ich glaube, das schaffst du nicht, du. So. Junge, da drüben habe ich solche Pilze gesehen. Das sind alle wahrscheinlich giftig. Ich wollte sagen, was ist denn da los? Welche Form haben die? Na, der soll noch welche besorgen. Hat er ja nicht gemacht. Was denn? Palette. Leerpalette. Da haben wir viel zu wenig, du. Dann machen wir eben halt einen Euro noch jede. Mein viel Gott, zu wenig Palette. Nee, dann kannst du die Stapel übereinander sehen. So. Haben wir schon Lege gezeigt. Vom ersten Mal an, was? Ja, das erste Mal war das Internet. Da war ja auch außer Radlader und Sprechstangen und irgendwie die 1000 Gramm nichts da. Oh. Aber Öl hatten wir genug. Öl? Ja. Und Motoren hier. Da wollen wir den. Wir haben keinen Sprit. Da ist der Leiter. Das war auch so. Auch ein Päuschen gehört dazu, ne? Ach so, da drüben auf einmal. Ja. Hast du die Würstchen extra gemacht? Was? Hast du die Würstchen extra gemacht? Ja. Werden die dann heißer? Die werden heißer und exakt wegen dir auch. Du isst sie dies Jahr nicht, ne? Ach, vielleicht esse ich doch mal ein Stückchen. Ja gut, ich hab das aber extra. Demnächst werde ich mich nach dir richten, kriegst du extra was zu essen. Meine Frau sagt, ich bin auch das ist nicht Michael. Ihr wisst nicht, was ihr am Michael habt. Ich weiß, was ich am Michael habe. Ah. Wenn der mich nicht immer so unterstützen würde, oben in Lütchen kommen. So verhungert sehe ich gar nicht aus, oder? Nein. Ja gut, weißt du, Susanne habe ich ja lange nicht gesehen, ob sie zugenommen hat, das weiß ich ja noch nicht. Aber so sehr eigentlich nicht. Bei euch beiden muss ich ja immer einen Kompass haben. 53 Kilo, schlank und rand, Fotomodellfigur. Ja, ja. Schon mal Ärger. Was? Bei mir schon mal Ärger. Weil wir beide haben dann immer die Rede. Wir beide haben dann immer die Rede. Alles raus, ja? Mehr gibt's hier nicht. Vorne die Tür.
Vorne ist doch eine Schwelle gleich. Ja, wir nehmen auch eine. Wenn es eh nichts mehr gibt, dann sollten wir alles das machen, was wir nicht kriegen. Meine Frau hat nämlich extra gesagt, ich soll auch Blicke aufpassen, weil ich nicht mehr das ist. Aber meine Überzeugung geht jetzt nicht so weit. Das ist das nicht so weit. Guck mal, einmal reingegriffen. Schon wieder voll im Buch. Geil. Ja. Vielleicht die ganze Palette voll. Falsch. Falsch? Ach, das habe ich schon kontrolliert. Ach so. Wir können euch dann noch einen Apfel nehmen oder eine Banane. Wollen wir, wenn ihr möchtet. Kein Gift. Nein, Michael, der schöne Michael. Hallo. Na, das der Mann mit dem Blatt. Gib mal her, den Blatt. Ja, gut. Wenn Herbert aber soweit ist, dann schick ihn mal rüber. Dann kannst du da jetzt erstmal mit hingehen. Und dann gib mir mal den Günther ist der Pfadfinder. Nee, der ist schon gut. Hier vorne ist aber gleich einer. Dass man so alles sieht in der Natur. Ne? Das ist ja der helle Wahnsinn. Ja. Der hat ja bestimmt 40 cm ja. Im Durchmesser, ne? Ja. 60. Sag mal, die siehst du ja überhaupt nicht mehr, die Dinger, ne? Nee, eigentlich nicht. Tatsächlich, da liegt doch tatsächlich noch so ein Ding. Ich hab gerade rausgeholt. Ich hab ein bisschen transportiert. Ich weiß nicht, wie viel ab.